Geiler Trick, by the way, ne? Ja, genau. Hier befindet sich die dritte und letzte Sternmünze. Schön, dass es vom Spiel nicht mehr angezeigt wird. Ich beende jetzt dieses Level. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cloudy Super Mario Bros. U. Wir befinden uns in der siebten Welt, in der Zuckerwattenwolkenzone, beziehungsweise siebte Welt ist nicht ganz richtig, eigentlich ist es für uns die dritte Welt, wenn man so will. Und wir betreten jetzt das Geisterhaus. Ich frage mich jetzt natürlich, ob das jetzt auch ein richtiges Geisterhaus ist, so wie im Limonadendschungel, und nein, ist es nicht, oder doch? Also, es scheint nicht so. Okay. Doch, es ist eine Art Geisterhaus. Oha. Was soll das denn? Wer programmiert denn so eine Scheiße? Da waren jetzt Münzen. Toll. Super. Die Entwickler schulden mir ein Ab. Punkt. Damit das mal klar steht. Dreckige Kacke hier. Glaubsackt. Hallo, ich will mein Power-Up. Ich dachte, da wären Power-Ups drinne. Trug. Schiebung. Was ist das da jetzt wieder für eine komische Chose? Achso, das ist einfach nur ein Buhu-Kreis, den man... Ja, okay. Ja, alles gut. Aber ich will jetzt ein Power-Up, verdammt. Na, geht doch. Nein, ich bin nicht gereizt. Ich spiele nur ernster als sonst. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin, aber egal. So, ich hoffe, hier ist die erste Sternmünze. Oder überhaupt eine. Oh, ob der Wirbler jetzt so gut war. Wow. Okay, es ist die erste. Ah! Ja, genau! Weil damit ja auch jeder rechnet. Ist klar. Ey, dieser Gumma, ne? Willst du mich verarschen? Diese Tollmusik am Anfang macht mich kirre. Die Stelle eben war mega fies. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich fand das assi, aber gut. Aber gut, es hieß ja auch, ne? Die Level werden schwieriger, ne? Aber weißt du, komisch, ne? Hier komme ich ohne Treffer durch. Obwohl es mich hier... Ja, doch. Obwohl es mich hier nicht mal wundern würde. Und diese Stelle ist asozial, ne? Und hier musst du schnell sein. Was? Wo hat der mich getroffen? Nee. Trug. Schiebung. So, will ich wissen, was da unten ist? Ich muss ja nachgucken. Aber ich glaube nicht, dass hier die zweite Sternmünze ist. Das wäre zu einfach. Doch, da ist eine. Wer hätte es gedacht? Hä?
Okay, die war jetzt aber ein bisschen billig versteckt. Aber gut. Hab ich den Pilz her? Hatte ich nicht. War ich nicht gerade noch klein? Ich glaube, ich bin noch etwas müde. Hallo? Hier, die Geister. Oh. Und wo ist jetzt die dritte Sternmünze, wenn ich fragen darf? Geh weg. Okay, hier ist erstmal der Checkpoint. Okay. Da oben. Da oben. Aber wie komme ich da ran? Eine Eisblume. Aha. Interesting. So, jetzt muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Du bist ziemlich doof platziert. Darf ich dir das mal sagen, mein Freund? Ja, genau. Eine schöne Eisblume. Ja, genau. Ist klar. Ey, das ist so dreckig, ne? Du bist so ein Mann. Jetzt darf ich hier auf die Plattform warten, weißt du? Bleibt da, wo ihr seid. Bleibt da, wo ihr seid. Man muss so machen. Dann bewegen die sich nicht. Alle in den Tod. Hallo, warum springst du nicht in den Tod? Spring in den Tod. Ja, wenn da rechts nichts ist, ne, dann... Ja, genau! Ja, genau. So, ich habe keine Ahnung, was hier ist. Da ist auf jeden Fall eine Röhre. Mal gucken, wo die uns hinführt. Zum Ziel. Hä? Zum Ziel? Okay, jetzt bin ich dezent verwirrt. Weil das ist der normale Exit, ne? Also ich fand das jetzt schon ein bisschen spektakulär für den normalen Exit. Aber gut. Ich suche dann off-cam die dritte Sternenmünze. Bis gleich. Checkpoint. Jetzt ist die Frage. Wie, da ist nichts. Mich jetzt verarschen. Spiel. Verarsch mich nicht. Da ist nichts. Warum ist da nichts? Da ist nichts. Hä? Warum ist da nichts? Warum? Hä? Ja, ist klar. Ja, genau. Diesmal nicht. LOL! Das ist so dreckig, ne? Ich mein's ja nur. Das ist so dreckig. Aber gut, ich begebe mich jetzt ins Ziel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Um Gottes Willen. Dieses Level war der absolute Horror. Aber gut. So. Weiter geht's.
Muss nach oben, glaube ich. Ich will das Item haben. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber ja, doch, war richtig. Ja, eine Eisblume. Oh, geil. Instant Using. Ist das jetzt hier Zuckerwattenwolkenzone 4? Es ist mir so egal. Ich mache dieses Level jetzt. So. Das sieht doch schon wieder ein bisschen friedlicher aus hier. Schlangenblöcke. Ich hasse Schlangenblöcke. Warum gibt's die hier? Ja, was ist das denn? Ja, toll, meint nicht. Jetzt habe ich meine Eisblume verschenkt. Aber gut. Warum zieht die Kamera so hässlich nach rechts? Das ist ganz hässlich. Ja, genau. Wie soll ich das denn machen? Okay, ich hab so das Gefühl, dass dieses Level hier ganz schön dreckig ist. Okay, ich krieg aber noch einen Eichelpilz. Alter, dieser Bumerang, Bro, ne? Ja, genau. Kann ich riechen, ist klar. Zweite Sternmünze. Alter, kranke Kacke hier. Komm, Checkpoint. Ich habe 2 Sternmünzen. Checkpoint. Wow. Kollege, mach mal halblang. Hallo, ich sehe nichts. Ich will einen Checkpoint. Der sagt, mich soll da runter? Ich wette, wenn ich im ganzen Level irgendwo anders runtergefallen wäre, wäre das der blanke Tod gewesen. Aber gut, das war ein Blind Jump, das war ekelhaft. Und damit das klar ist. Aber wir haben den Checkpoint. Also alles easy. Nein, Minigumbas. Nein, Minigumbas. Kommen die hier hoch? Ja, nee, dich. Weißt du was? Hallo, warum kriege ich den Eichelpilz nicht? Das ist mir gerade egal. Ja, ja, du weißt, du bist so Drecksack, du bist so katastrophisch. Meine Eisblume. Das Spiel hasst mich. Es ist offiziell, das Spiel hasst mich einfach. Das war doch kein Blind Jump vorhin. Ja, genau. So, wo ist dieser hässliche Brummer? Ja, genau. Ganz ruhig bleiben, Lukas. Alles gut. Alles wird gut, deine Träume werden wahr. Sobald dieser Albtraum endet. Warum geht die Schlangenblockkacke hier auch so hässlich zu dieser Piranha-Pflanze? Nein, dieser Bumerang-Bro ist so arschig. Yes, ganz ehrlich, eine Feuerblume wäre da geil. Ja, ich bin ehrlich, eine Feuerblume würde ich jetzt vorziehen. Im Gegensatz zu einem Eichelpilz. Oder einer Eisblume. Weil eine Feuerblume killt halt instant, ne? Also zumindest beim Bumerang, Bro. Ja, genau. Ja, mach es halt so. Alter, willst du mich verarschen? Ja, und wie hätte ich dieses... Ich sehe nichts. Nein, ich bin nicht aggressiv. Ich bin nur dezent ernst. Hau ab da. Oh, nimm deinen Koks mit, aber lass ihn bei dir. Weil damit ja jeder rechnet, weißt du? Ich war so gut bis dahin, ne? Und dann kommt dieser Bumerang-Bro und macht alles kaputt, der Sack. Ich hasse es auch, dass man sich hier mitbewegen muss.
Oh, verkackt. Wir verlieren die 81 Ups noch hier in der Welt. Ich calle es jetzt. Es wird mich nicht mal wundern. Es wäre schockierend, dass mich diese Welt oder dieses Spiel dermaßen in den Wahnsinn treibt, dass das möglich gemacht wurde, dass das. Aber ansonsten wäre es mir eigentlich, ja, egal. Nein, egal wäre es mir nicht, aber you know what I mean. Das ist so dreckig platziert hier, ne? Hau ab! Ein Ab mehr für mich. Oh, wie die Koks schlürfen, ey, schlimm. Oh, geh weg da. Hier kommt jetzt gleich eine miese Stelle mit dem Bumerang, Bro. Nicht vergessen. War das nicht hier? War das nicht hier? Das war doch hier. Ja. Ja. Du kannst mich mal, Kollege. Schnürschuh. Professor Dr. Schwedelwurz. Mach schneller! Mach schneller! Mach schneller! Ja, okay, es führte kein Weg dran vorbei. Ey, sei jetzt hier nicht auf den letzten Metern noch assi. Münzen? Wo sind diese Münzen? Ich will hier einfach nur noch weg. Oh, Mama. Mir egal. Da rechts war jetzt bestimmt die dritte Sternmünze, ne? Warum hört das nicht auf? Warum lässt mich das Spiel nicht in Ruhe? Warum nicht? Oh, Mama. Ah! Nein! Um Gottes Willen. Ach, ich habe alle Sternmünzen. Ach, ja, easy, wusste ich. Boah. Jetzt schenk mir was Gescheites. Bevor du runterfällst. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Ein Eichelpilz. Ja, das ist in Ordnung. Das nehme ich gerne an. Das ist völlig in Ordnung. Da sage ich nichts gegen. Gut, schaffen wir dann noch ein Level? Also hier bei mir bin ich jetzt bei 8 Minuten, aber die Folge besteht wieder aus 50 Teilen gefühlt. Also von daher... Ich muss nach oben. Und darf dann gegen diesen komischen Fuzzy kämpfen. Und bin klein. Ich hoffe, da ist ein Stern drin. Achso, das ist wie im Original. Sag das doch, ey. Ja, das ist ja hier kein Akt. Ich krieg sogar ein Item, ne? Ja, ein Stern. Ja, der Stern. Ja. Ja, ja, egal. Haben wir wenigstens wieder ein. Ich kann nicht mehr reden. Kugelwillis. Und fröhliche Musik. Schön. Oh, es gibt also doch noch Hoffnung. Ach, kann man hier wieder. Hier kann man wieder. Ah, guck mal, hier kann man wieder, ne? Und so, ne? You know what I mean. Ein Power-Up direkt zu Anfang. Sterbende Koopas. Nichts, es gibt nichts Schöneres. Ah, Svenja. Das ist... Das... Nee, das war Schiebung. Das Level ist ja schön und gut, aber ich hätte gerne mal... Ah, Sternmünze da oben. Boah, die sind zielsuchend. Hab sie. Und es war die erste. Oha. Nein, 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 nein. Sag mal, kann man hier... Lol. Kann ich hier wieder zurück? Ich hoffe doch, ne? Ja. Ich hoffe doch, ich hoffe doch, ich hoffe doch.
Oh, jetzt kommen diese Giga-Dinger. Aber die kann ich doch eigentlich auch, ne? Ja, gut. Die machen so einen Lärm. Typisch Air Berlin. Ist jetzt hier was? Ist jetzt hier... Hallo? Oh, eine Eisblume. Geil. Sag mal, kann ich... Nee, kann ich nicht. Okay. Warte. Ich will mal was ausprobieren. Alles klar. Bin ich gut. Ja, mach keinen Stress. Ich flieg mit Air Berlin, da komme ich sicher an. Da ist die letzte Sternmünze. Ich hoffe, die kriege ich jetzt auch einfach so. Ja, dann muss ich anders machen. Das muss ich anders machen. Komm mal her, du. Ja, kein Stress, kein Stress. Ach so! Jetzt habe ich das erst verstanden. Ja, alles gut. Kein Stress hier. Ich flieg mit Air Berlin, da komme ich an. Da, 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 da. Ach, ich bin schon bei 6 Minuten. Ach Gott, hier muss ich jetzt schon die Folge beenden. Ja, ich glaube, ja. Ich muss jetzt leider schon die Folge beenden. Aber, was ich noch mache, ist, ich besuche dieses Pilzhaus hier. Das habe ich im Limonadendschungel nicht getan. Das ist eigentlich dumm. Oh Gott, nein, warum das Minispiel? Oh nein. Okay, es ist mir eigentlich total egal, was ich bekomme. Hauptsache, ich bekomme nicht den Bowser. Das heißt, ich muss diesen Yoshi mit dem Bowser da. Der in der Mitte war der mit dem Bowser. Nein, dann will ich dich hier nehmen. Ja, und ob jetzt einmal oder zweimal. Hä? Wieso? Ist das jetzt der, den ich... Okay, ich dachte schon, ich wurde betrogen. Ich dachte schon. Das grenzte an Schiebung. Ja, 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 ja. So, aber dann möchte ich jetzt ganz gerne... Auch hier das Pilzhaus. Meine Stimme. Meine Stimme geht flöten. Ich möchte auch hier das Pilzhaus besuchen. War hier ein Pilzhaus? Ach nee, hier war nur das Item-Abpilz-Dings. Okay, ja gut, habe ich mich jetzt vertan. Nicht schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung auf dem Handy, so eine Push-Up-Nachricht. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es auch gerne liken. Support ist kein Mord, aber es muss auch nicht sein. Also ich zwinge niemanden, um Gottes Willen kann ich auch nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran.